Und habe fast nur Hausbesuche gemacht. Okay, das ist witzig. Ja, Dann toll. lese ich noch gerade einen Nein, vor. jetzt wird's ernst. Okay. Oh, eine Katzin. Ja, das wusstest du nämlich nicht mehr. Aber nicht wegen so kleinen Fischchen. Nein. Au! Oh mein Gott, was ist das? Es ist groß, es ist lang, es ist dick, es ist dünn, es lebt, es blitzt, es donnert. Es Es ist ist der der Lagiakrus. Agiakrus. Oh Das ist mein das Ende. Gott. So, bis hierhin hat Dennis noch gespielt. Dann habe ich zu ihm gesagt, gib mir mal den Controller. Genau. Oh nein, werter Jäger, das ist schrecklich. Diese Kreatur vor dir ist der Lagiakrus, das Meeresmonster, das unser armes Dorf heimgesucht hat. Sehr übles Vieh, ja. Wenn du unbedingt Questobjekte haben willst, nur zu. Aber nimm ein Gebiet, wo kein Lagiakrus zu sehen ist. Sei nicht waghalsig, diese Kreatur bist du jetzt nicht gewachsen. Lebe weiter und gehe auch morgen noch zur Jagd. Wahrscheinlich sagt die uns das, dass wir heute Abend mit ihr eben uns die Munition in den Hintern schieben. Oh, weia, naja. Hier ist das Vieh und jetzt hatte ich den Controller und jetzt habe ich auch angefangen, gegen das Vieh zu kämpfen. Nein, ich habe angefangen. Nein, ich habe gekämpft. Du hast später nochmal gekämpft. Ja, das kann auch sein. So, und jetzt sieht man eben, wie episch der Lagiakrus ist. Unsere erste Begegnung mit ihm. Genau, Ja, wir und kürzen jetzt einfach das Spiel ab und besiegen den. Ganz einfach. genau. Wir werden ihn So, besiegen. also dies wird der letzte Part von Let's Play Monster Hunter 3. Ich wollte ja 3 Genau, sagen. weil da der Lagiakrus ja das Endmonster ist und es ja keinen Sinn macht, weiterzuspielen, wenn der Lagiakrus schon tot ist, wird das eben der letzte Part. Ja, Wir hoffen, also, euch hat das LP gefallen wir und werden in Folge auch andere Let's Plays noch machen. Ihr könnt uns auch in das Video schreiben, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt. Wir haben zwar selbst schon ein paar sehr schöne Ideen, aber wir sind für jeden Vorschlag offen. Das Spiel sollte nur spielbar sein und uns nicht ganz zu hart rannehmen, weil wir haben eben auch noch andere Hobbys und Also sagen wir es mal so, wir sind für Vorschläge offen, aber wir haben uns auch schon selber so ein paar Gedanken gemacht. genau. Lasst euch überraschen. So, ja, jetzt müssen wir halt nur noch den Lagiakrus besiegen und dann sind wir auch schon durch. Genau, wir hoffen, euch hat es bis jetzt gefallen und würden uns freuen, wenn ihr die nächsten Let's Plays auch noch guckt. Aber jetzt weiter zum Lagiakrus, an dem wir erbarmungslos abprallen. Nicht immer, manchmal gehen wir auch durch. Also es ist ein harter Endkampf, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Und wir werden es schaffen. Ich glaube daran. Oh ja, auf jeden Fall. Ich Also, weiß es. ich halte mich hier auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, total. Ich habe damals auf meinem Hauptsafe habe ich damals kläglich verkackt. Bei diesem letzten Endkampf. 5 Stunden oder so, bis ich das mal gepackt hatte. Und jetzt wird er es eben in lockeren 10 bis 15 Minuten machen. Und Oh, er ist ja. das erste Mal gestorben. So, und für alle, die jetzt wirklich geglaubt haben, wir könnten den Lagiakrus hier töten. Das schaffen wir auch. Das war jetzt nur ein Missgeschick. Er ist einfach falsch geschwommen. Aber wir werden es schaffen. Ja, genau. Verliert nicht den Glauben an uns. Genau. Und mir fällt gerade auf, wir haben keine Schokobons mehr. Das ist doof. Alle leer. Genau. Toll. Und da der liebe Manuel jetzt keine Schokobons mehr hat, wird er wahrscheinlich jetzt bald nochmal sterben gehen. Juhu. Naja. Ich glaube, dann hast du aber gespielt, oder? Nein, auch nicht. Doch, wir hatten danach gewechselt oder so. Ah, da spiele ich jetzt. Aber du hast ihn jetzt schon so übel zugerichtet, dann werde ich weitermachen. Und für alle, die nicht glaubten, dass wir den Lagiakrus töten könnten. Wir schaffen das. Denn ich bin jetzt dran. Hahaha. Und er nimmt sich die Fackel und springt ins Meer. Genau, weil ich probieren wollte, ob die Fackel auch unter Wasser brennt. Tja. Ich dachte, es wäre eine Leuchtstofffackel. Hahaha. So, und da wir jetzt weiter Monsterinnereien sammeln, hauen wir drauf. Aber da der Lagiakrus nachher kommen wird, habt keine Angst, wir werden ihn schaffen. Ich hatte ihn ja auf der Karte markiert mit meinem Farbball. Genau. Und, Man sieht jo. ihn eben oben rechts. Das ist, man sieht unseren roten Pfeil und so ein Schweinchen schwulen rosa.
da ist eben so ein Punkt und da ist eben der Lagiakrus, den wir mit einem Farbball gefarbballt haben. Und ich drehe meinen Hut. Genau, aus Langeweile und am Spaß an der und zum Spaß an der Freude. Du sprichst doch stimmt. Ich mag meinen Hut. Ja. Und oh mein Gott. Da was, ist er. Er kommt. Was ist das? Jetzt kommt er. Er ist groß. Er ist mächtig. Er ist mächtiger. Es ist der Lagiakrus. Dam dam. Ja, soll er doch noch so viel schreien? Lange hat er nicht mehr. Das war jetzt die irgendeine Melodie von irgendeinem Filmehersteller, den es irgendwo auf der Welt gibt. Filmehersteller? Das ist aber ein Spiel. Ja und? Achso, ja stimmt, du hast ja gerade was gesummt. Habe ich ja nur so halb mitbekommen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es ist ja keine Ahnung wann, auf jeden Fall so heute vor 19 Tagen ist Monster Hunter Portable 3rd rausgekommen. Ach ja? Und in dieser kurzen Zeit wurde das Spiel bereits 3,5 Millionen Mal verkauft. Und wo, das ist in Japan rausgekommen, oder wie? Ja. Aha, wusste ich gar nicht. Ich möchte es mir wahrscheinlich, also ich werde es mir für die PS3 holen. Das Problem ist, das kommt im ungefähr so im vierten Quartal 2011 oder im ersten Quartal 2012 raus. In Japan jetzt oder? Auch in Deutschland. Also. Oder in Europa, ja gesagt. So, und deshalb, das ist eben ziemlich doof, weil ich möchte es jetzt schon spielen, ich freue mich schon riesig darauf. Und wenn die jetzt auf einmal sagen, dass es doch nicht machen werden, dann werde ich richtig sauer und fahre zur Capcom-Zentrale, keine Ahnung, wo die ist, und werde diesen lieben Capcom-Janon mal tierisch in ihr Capcom-Hintern treten. Das werden wir natürlich filmen und dann habt ihr auch... Genau. Ach, übrigens, was ich jetzt manche Fragen... Dennis war ein bisschen vor dem Lagiakrus gerade geflüchtet. Dazu nur so viel zu sagen, Dennis spielt das Spiel ja blind und der ist ja auf keinen Fall so geskillt wie ich und hat noch ein bisschen Angst und so. Und deshalb dachte er sich, ja komm, machen wir erstmal die kleinen Monster, die sind ja eigentlich unser Hauptziel. Ja genau, und da wir nachher sowieso noch abgeben müssen, eben da diese Monster in der Reihe, können wir auch noch schnell die alle killen und dann den Lagiakrus machen und dann... das, zur Kiste gehen und dann das Quest beenden. Wenn wir den Lagiakrus getötet haben. Dann sehen wir auch schon die Credits und ja, dann tut es uns leider leid, aber dann war's das. Genau. Ein kurzes LP, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und der Lagiakrus ist wieder da. Und Zeit für den Kampf. Genau. Und jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal voll versagen. Aber nein, wir werden uns ihn zuerst noch reinziehen in unsere Jägernotiz. Und ja. Und zwar als Andenken. Genau. An den ersten und letzten. Wir haben ungefähr 15 Monster in unserer Jägerliste. Manche brauchen, um das Spiel durchzuspielen, eben viel länger. Und haben auch viel mehr Monster in ihrer Monsterliste. Tja, wir sind eben völlig overpowered, wie man sieht. Und ich habe gerade tierisch Schaden bekommen. Und ich denke, dass ich es nicht mehr lange machen werde. Aber ich denke gleich wird auch noch der... Ja, da hast du den Schwanz abbekommen. Und ich bin tot. Tja, aber ein Leben haben wir dann auch. Genau. Und der Lagiakrus hält es nicht mehr lange aus. Genau. Man sieht schon, wie geschwächt er ist. Ja, und hier konnte man es wahrscheinlich wieder hören. Nein, konnte man nicht, weil ich bearbeite das ja, aber wir konnten es hören. Und Dennis, was machst du denn da? Oh. Du beendest die Quest jetzt schon. Okay. So, und für alle, die jetzt wirklich geglaubt haben, wir könnten das Spiel hier schon beenden. Nein, konnten wir nicht. Den Lagiakrus kann man in der Quest nicht töten. Wir werden ihn anders mal töten. Okay. Und das Let's Play geht weiter, seid unbesorgt. Und das ist nicht das Endmonster. Das Endmonster ist noch wesentlich schlimmer. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ich denke schon, oder? Na. Also, ich kenne das nicht, aber... Ja, okay, aber... das hättest du trotzdem sparen können. Okay. Tja, und wir gehen eben auf die... Wir kriegen noch etwas Belohnung. Genau. Und dafür etwas weniger Geld, weil wir halt gegen den Lagiakrus gekämpft haben. Genau.
Also weil wir zweimal gestorben sind. Also noch werdet ihr so schnell keine Credits sehen. Seid unbesorgt. So, und ich werde jetzt noch einen Blitz vorlesen. Einen Witz vorlesen. Eine wirkliche Sexbombe steigt in die Straßenbahn ein. Ihre langen blonden Haare hängen über die Schulter und das Holz vor der Hütte ist nicht zu übersehen. Und weit sichtbar. Wie weit? Fragt der Schaffner. Die Sexbombe wirft ihn einen giftigen Blick zu. Du Schwein, frag ich dich, wie lang? Ich habe ihn mir schöner vorgestellt. So, und wir reden eben mit dem Dorfchef. Ah ja, das hatte ich ja. Okay. Aha, jetzt hast du den Miskalentus gesehen. Den Azureblitz, den Fürsten der Meere, den stinkenden Seeteufel. Ja, den Namen habe ich mir ausgedacht. Aber du hast den Lagiakrus gesehen, oder? Und kannst du ihn erledigen? Sicher, sicher. Ohaha, du musst nicht antworten. Ich erwarte nicht, dass du sofort losläufst und die Bestie erlegst. Ich bin schon froh, dass du heil zurück bist. Ich hatte nämlich vergessen, für deinen Sarg Maß zu schneiden. Haha. Der ist so witzig. Der war ein Scherz. Es war ein guter Tag, denn du bist wie auch die Jagdflotte wieder gesund und sicher heimgekehrt. Wir haben zwei unserer drei Boote verloren. Die kann man aber ersetzen. Leben nicht. Also Seeleute, Vorsicht. So, und wir haben eben jetzt die Jagdflotte. Die Jagdflotte fährt für uns eben auf Gewässer hinaus und angelt uns Fische, Frauen, Geld, alles Mögliche, was wir wollen. Frauen? Ja. Ah, wir leben auf dem Meer und für das Meer. In unseren Adern fließt Salzwasser. Wir sind die stolze Jagdflotte. Unsere Aufgabe ist das Fischen, die Beute des Meeres ins Dorf zu bringen. Nadelthunfisch frischer als frisch. Ja, das könnte weitergehen, genau. Seemonster sind unsere größten Feinde. Es ist unsere Aufgabe, alles zu vertreiben, was das Dorf gefährdet. Warte mal, du bist doch der Jäger von neulich, oder? Für eine Landratte siehst du ganz schön hart aus. Wenn die Jagdflotte wieder vollständig ist, könnten wir euch Jägern zeigen, wo der Hase läuft. Boah, diese Schrift, die kann man so voll nicht lesen, ey. Aber zwei von unseren drei Schiffen wurden vollständig zerstört, als der Lagiakrus angegriffen hat. Im Moment ist nur mein Schiff tüchtig, aber das wird uns nicht vom Fischen abhalten. Hör zu, wenn unsere drei Schiffe sich zusammentun, sind wir dreimal so gut wie du. Stimmt's? Stimmt's? Nein, stimmt nicht. Finde ich jetzt nicht. Das ist leicht auszurechnen. Drei von uns, du bist einer. Minus zwei, neun im Sinn. Ja, stimmt. Also wo der Mathe gelernt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Also auf jeden Fall nicht bei meinem alten Mathelehrer, weil der... Wie auch immer, wenn du Fische brauchst, musst du mit der Fischhändlerin da drüben reden. Klammer auf, die ist dick, Klammer zu. Ja. Ja. Wenn sie wütend ist, ist sie schlimmer als der Lagiakrus. Also benimm dich und halt dich zurück. Okay, das... ist dann ja schon mal ziemlich fett. Ja. Und wie die da liegen, ne? Die himmeln uns so an. Und da ist unsere dicke Fischhändlerin, die ich jetzt vorlesen werde. Oh Mann, ist es denn zu glauben, wenn es nicht das ist, dann ist es was anderes. Was ist aus dem ruhigen alten Zeiten geworden? Jetzt haben wir unter dem Lagi sonst was zu machen. Zumindest konnten wir eins der Schiffe retten. Und obwohl, keine Ahnung, vorbei bei mir erfüllt. Also diese sagt uns jetzt eben, dass wir ob wir alles verstanden haben, fragt ihr uns. Und ob wir die Schiffsflotte losschicken wollen. Tja. Ja, das ist ganz toll und so. Und es wird wieder Zeit für einen Witz, finde ich. Also wie wäre es denn mit einem Musikerwitz? So, und jetzt haben wir eben einen Kraftpill oder so bekommen. Und ja, wir schicken jetzt eben unser erstes Schiff, in die Mogaküste, ich weiß es noch. Kommt ein Bratscher aufgeregt in das Musikgeschäft. Also die Bratsche, die sie mir gestern verkauft haben, die können sie gleich wieder haben. Da ist ja bei jeder Seite ein anderer Ton drauf. Okay, das war ein richtiger Bratscher. So, und wir machen eben ein Kraftpaddel. Aber wir tun einen Fischfinder rein in unser... Damit wir halt mehr Fische finden. Genau. Das hat Sinn, oder? Genau. Ich glaube schon.
Und jetzt reden wir mit dem Sohn des Chefs.